Wie die Borussen mithalten, wird Michi die Vorbereitung auf die Rückrunde zunächst bei Gladbachs abstiegsgefährdeter U23 absolvieren, die zusammen mit seinem bisherigen Arbeitgeber Siegen in der Regionalliga West zu Hause ist. Anschließend könne er sich dann im Training der ersten Mannschaft für seine ersten Profieinsätze bewerben, hieß es. Wir sind sehr froh, dass der Wechsel in trockenen Tüchern ist, sagte Gladbachs Sportdirektor Max Eberl. Wir haben in Sven Michel einen talentierten Spieler mit Perspektive verpflichtet, der in Siegen seine Qualitäten unter Beweis gestellt hat. In der Hinrunde knipste Michel für die Sportfreunde in 20 Spielen 14 Mal, plus 3 Assists, damit führt er im Westen die Torjägerliste an. Ein Doppelpack gelang ihm auch gegen Gladbach, weil Michels Vertrag im Juni ausgelaufen wäre, entschloss man sich in Siegen dazu, den Linksfuß schon jetzt ziehen zu lassen. Über die Ablösemodalitäten machten beide Clubs allerdings keine Angaben, fest steht nur, dass ein Freundschaftsspiel Teil der Vereinbarung ist. Wir dürfen ein Stück weit stolz darauf sein, welche Entwicklung Sven Michel hier bei uns genommen hat, erklärte Siegens sportlicher Leiter Lutz Lindemann zum Abschied. Die Sportfreunde hatten Michel im Sommer 2010 vom Landesligisten SuS Niederschelden verpflichtet.